Ich glaube, das sind die Mühlen, die sechsarmigen Riesen, oder? Die sich da so drehen. Schätze ich einfach mal. Und Zack, hast du schon die Lösung? Nee, wir reden hier nicht mit Zack. Zuckerblumen, nimm die mit. Es regnet, die Erde wird nass. Vielleicht sollte ich ihn doch mal wieder benutzen dann jetzt, wenn die hier schon so schön vor meiner Nase gefrieren können. Dann nutze ich das doch direkt mal. Ist so ein Rätsel wie von Hungen. Ich dachte eher an Phantom Thief B. So. Dann gucken wir uns doch mal die Riesen an. Da. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 6 Schwingen, soweit ich weiß. Und bei 2 davon stehen eine Startuhr oder so. Und bei einer nicht. Und bei der, wo die nicht steht, ist der Schatz. Oder? Also... muss ich oben drauf klettern auf die Mühle? Ist das der Zweck davon? Ich versuch's einfach mal. Ich versuch's einfach mal. Man hat ja Ausdauer genug. Und das ist gefühlt die zehnfache Ausdauer, die man als die man in Breath of the Wild hat. Man kann auf jeden Fall oben drauf klettern. Hui, das wird aber knapp jetzt. So. Vermisst. Vermisst, vermisst und gesucht. Junge Frau, blondes Haar, exotische Kleidung, sehr auffällig. Mithilfe und Informationen dringend benötigt. Wer Informationen hierzu liefern kann, kontaktiere bitte schleunigst Kundschafterin Amber. Tausend Dank. Die habe ich doch dabei. Upp. Ist er das? Der magische Schatz? Doesn't love him at all. The passion rushing through the clear spring is just a front. When she's cold and alone, her true heart is revealed. Also ist das eine weitere Schatzkarte quasi. Bei sprudelnde Quelle denke ich an den Brunnen. Erst in eisiger Stille zeigt sie ihr wahres Gesicht. Okay, die Map zeigt aber nicht nach Mondstadt, sondern woanders hin. More riddles? Paimon's dizzy already. Oh no, Paimon used up all her brain juice. Oh, sie hat so viel nachgedacht. Paimon will let you have all the fun. Or you could get Kaya to help. Okay. Schatzspur 2. So, es war... schätze ich jetzt einfach mal. Ich rate einfach mal, dass das hier ist. Bei der Statue. Ich glaube, die Rätsel von B waren schwieriger. Aber was ist mit dem in der Kälte gemeint? Muss ich jetzt Kaya benutzen und sie einfrieren oder so?
Freeze! Dass er das wahre Gesicht zeigt. Ich guck lieber die Karte nochmal an. Warte, habe ich... Ich habe noch ein Buch für Felisa, was ich ihr noch geben könnte. Schatzspur 2. Lesen. An so einem kleinen See unten. An einem kleinen See unterhalb der... Hier irgend... Hä? Hier ist Mondstadt und das war hier unten? War das da? Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. Nein, sind wir nicht, aber ich bin gefroren in meinem Gehirn. Lesen. Ja. Da ist der Fluss und da ist ein ganz kleiner Teich unter so einer Weggabelung. Das müsste hier irgendwo sein, ne? In einem Bereich, den wir noch nicht aufgedeckt haben. Na, dann gehen wir erstmal in die Richtung weiter. Nach Westen. So, der ist auch eingefroren. Da. Hier hört meine Map nämlich auf. Alles sieht als Katze besser aus, nicht nur Paimon. Da drüben ist wieder irgendwie so ein Lager von Helichurz. Da benutze ich ja immer ganz gerne erstmal Ember. Zum Fernkampf angreifen. Aber hier ist niemand, das ist ein leeres Lager. Hier war ich scheinbar schon, oder? Scheint so. Dann nochmal Eisen. Das wollte ich gar nicht. Ich nehme mal ihn. Eisen. Jetzt habe ich hier alles angezündet, aber ist das auch Eisen oder ist das was anderes? Nee, Katzendöner vielleicht nicht. Ich meine jetzt alles, was lebt. Menschen und so. Nochmal ein Hinweis. Anemogranum. Diese kleinen Wesen, die Figuren hinterher schweben, sind Anemograna. Sie besitzen magische Kräfte und verringern den Ausdauerverbrauch derer, denen sie folgen. Wenn du dann noch eine Animo-Fähigkeit anwendest, könntest du sogar ein Windfeld erzeugen. Okay. Das heißt, ich könnte mich hiermit jetzt... hochschleudern lassen. Das bringt mir nur gerade hier an dieser Stelle nicht so viel. Irgendwie muss ich jetzt da erstmal den Weg finden. Auch alte Omas und Opas sehen als Katzenmenschen einfach besser aus. No one escapes my sight. Lass mich doch erstmal hier den da runterholen, so. So, was ist jetzt hier noch? Hier ist irgendwo noch. Der ist auf jeden Fall noch da. Und der andere lebt auch noch. Der ist jetzt irgendwo hier hinter dem Gedöns.
und schießt gegen die Wand. Das machst du sehr intelligent. Jetzt kann ich die Kiste aufmachen, oder? Yep. Wie sehen Katzen als Katzen aus? Das ist eine interessante Frage. Die haben dann einfach nochmal ein zweites Paar Katzenohren. Das sind dann Katzenkatzen. Das sind ja keine gewöhnlichen Katzen. Katzenkatzen sind auch besser als Katzen. Da ist schon wieder so ein Teil. Wie viele davon kann man gleichzeitig haben? Ich habe jetzt jedenfalls schon mal zwei. Komme ich da irgendwie hoch? Ich will da jetzt nicht riskieren, abzustürzen. Das ist mir schon mal passiert. Und dann war Amber direkt kaputt. Es muss doch einen anderen Weg da hoch geben. Ich habe leider keine Katze. Aber ich weiß auch nicht, ob ich eine haben möchte. In meiner Wohnung kann ich die nicht wirklich halten. So. Wie komme ich denn da hoch? Ich muss auf jeden Fall irgendwie da hoch, denke ich mal. Weil irgendwo da muss ich hin. Ich gehe einfach mal wieder hier und hier hin und folge dem Weg, ne? Wenn ich von hier aus einfach dem Weg folge, ist wahrscheinlich deutlich einfacher, als wenn ich jetzt hier sinnlos rumprobiere. Bis gestern ersoffen? Kyodai, was soll das heißen, du bist gestern ersoffen? Aber wärst du dann jetzt nicht tot? Meine Wohnung ist nicht groß, die hat ein Wohnzimmer, wo ich jetzt gerade drin sitze und aufnehme, ein Schlafzimmer, eine Küche und ein Bad und das war's. Und sie ist nicht im Erdgeschoss. Was vielleicht auch noch zu erwähnen wäre. Das heißt, die Katze könnte nicht einfach mal raus. Der ist Stufe 14. Ja! Genau, greif das Ding an. Echt mal, ist es... Was war das denn gerade? Die sind auf jeden Fall höherstufig als ich. Okay, es gibt dann so eine Wind- und Feuerverbindung. Das ist auch cool. Jetzt Stufe 14 Typen noch umhauen. Die wären ja eigentlich gar nicht für meine Stufe geeignet gewesen. Ach so. Nicht im Real Life. Sondern in dem Spiel hier. Ich dachte gerade, du wärst im Real Life abgesoffen. Noch mehr Kenntnisse über Erkunden. Nein, das wollte ich wieder gar nicht. Ich wollte dahin drücken, so. Das haben wir doch eben schon. Ja. Okay. Auch andere können mit zwei dann Windfelder erzeugen. Was ist wo? Sind das Dunkelheitsdinger? Nee, Blitz. Freeze. This moment will be frozen in time. So, frozen in time und so. Hauptsache, die elektrifizieren mich nicht oder paralysieren mich nicht.
Gibt's in dem Spiel auch japanische Sprachausgabe? Nee, es gibt auch japanische. Aber ich mag eigentlich die... Ach, das ist ein Baum. Ich dachte, was hat das Wildschwein da am Schwanz hängen? Ich dachte, das wäre so ein dreischwänziges Wildschwein einfach mit Bommeln am Schwanz. So. Hier sieht doch nach einem weiteren Teleportationspunkt aus. Und hier sind auch Häuser. Den aktivieren wir mal direkt. Da scheint noch ein Dungeon-Tor oder sowas zu sein. Hier müssen wir dann ja irgendwo hin, denke ich mal. Ich habe jetzt einen Teleportationspunkt. Wäre natürlich besser, wenn ich jetzt direkt noch zu der Statue weitergehe. Womit wir dann hier die Dings aufdecken können, die Karte. Das Wildschwein war eben ein paar Orks fangen. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt Orks gibt. Karte. Was ist denn da? Gedeih der Elemente, Blüte der Offenbarung. Und da ist wahrscheinlich eine Statue, ne? Statue der Sieben, ja. Und da möchte ich ganz gerne mir, da möchte ich hin. Das ist da drüben. Na dann. Da ist noch so ein... Da muss ich die... Es sind Schmetterlinge, die hätte ich fangen müssen. Okay, das ist nicht so ein Ding gewesen wie das eben. Ich will nicht kochen, ich will das ganze Zeug mitnehmen, was drumrum steht. Untersuchen. Kartoffel. Ich will die Kartoffel mitnehmen. So. Kochen kann ich aber anders nochmal. Du sollst das Eisen hier kaputt machen. Hier sind freundlich gesonnene Leute. Aber in Mordor, ja, in Mordor gibt es Orks, aber hier ist nicht Mordor. Glaube ich, dass das nicht so heißt. Hier müsste ich jetzt hoch. Und hüp. Dann ist da diese Blume, ne? Berühre die Stelle, in der die Elementarenergie austritt. Ah, und jetzt muss ich alle Gegner besiegen. So, die Blitzdinger greife ich mal mit dem Bogen jetzt an. Jetzt gehe ich auf Kaya zurück. Ja, jetzt springt er dahin. Ausweichen. Dieser Stufe 13 Gegner ist jetzt schwieriger als eben der Stufe 14 Gegner, will ich nur mal sagen. Vielleicht sollte ich mit ihm... Kann ich ihn mit... abkühlen? Nee. Come a little closer. Überladen. Let's fuck things up a little. Hat sie gerade gesagt, let's fuck things up a little? Alter, wo rennst du hin? Er hat sich einfach wieder hergestellt dadurch. Ich bin doch nur da hinten hingegangen, weil du auch da warst.
Das nochmal. Ember. Ja, Ember bringt mir jetzt aber nichts. You've been a naughty boy. Überladen. So, jetzt kann ich doch hier mit ihm. Freeze! So, jetzt gleich war's das, aber jetzt mischen sich die von da unten auch noch ein. Ja, das kann ich ja wohl gar nicht brauchen jetzt gerade. You're in for a little shock. My. No one escapes by sight. Nein! Ey, du nervst. Wo ist es hin? Es schießt gleich. Überhaupt nicht auf den Chat achten. Tut mir leid. Ich lese gleich, sobald ich das Viech hier los bin. Wo ist es? Eingefroren. Ha. Supraleiter. Hauptsache der Kampf entfernt sich nicht wieder zu weit von diesem Ort des Geschehens. Zack. Einmal kurz ausweichen. Hier, das ist doch schon alles verbrannt. Das wollte ich nicht. Aber von hier aus kann ich auch ins Inventar. So. Ich hab doch hier noch Essen. So, das hier stellt 1200 LP her. Zack, zack. So. Warum ist das Ding denn so hartnäckig? Was das? Herausforderung abgeschlossen. Berühren der Blüte des Flusses. Aktiviere die Blüte des Flusses der Elemente, um die Schätze der Herausforderung einsammeln zu können. Habe ich ursprüngliches Harz? Scheinbar. So wertvoll war das jetzt, glaube ich, gar nicht, was ich dadurch bekommen habe. Hier ist nochmal so ein Ding. Und wo ist jetzt die Statue, zu der ich eigentlich hin wollte? Okay, die Eissplitter bleiben da, wenn ich mit Kaya den Dreieck-Angriff mache. Auch wenn ich den Charakter wechsle. Und ich kann 0 halten. Ach, Kreis wahrscheinlich, ne? Halten nur für einen starken Angriff, der Gegner weghaut. Ah, okay.
Da unten ist was. Quellingen. Ah, hier sind ganz viele Gegner. Ich möchte gerade auf der Map nochmal gucken, wo ich denn jetzt eigentlich hin wollte. Ich bin ja jetzt doch ganz schön abgelenkt worden davon. Die Richtung hier passt, in die ich gerade gucke. Immer schön dieser Richtung folgen, dann müsste ich da an einer Statue ankommen. Ja, da wird sie auch schon angezeigt. Da hinten. Ja, dann decke ich wenigstens die Karte wieder ein bisschen auf. Und da ist noch so eine Blume. Das sieht gruselig aus. Das Teil sieht mir zu gruselig aus, mit dem möchte ich mich noch nicht annehmen. The statue of the seven seems to be affected by a monster nearby. Defeating that monster might remove this strange wind current seal thingy around the statue of the seven. Also muss ich das Teil sogar besiegen. Wirkt gerade ein bisschen, als ob ich hier nicht das angreifen soll. Das ist Stufe 9 dort. Sollte eigentlich locker für mich machbar sein. Es brennt ja sowieso. Das macht auch gar nichts bis jetzt. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Da unten auf dem Boden, okay. Ah! Wo ist es jetzt? Hallo? Hallo? Da. So, wenigstens brennt es wieder. Brodelnde Elemente. Gerade noch mal was essen. Ich wollte es gerade anvisieren. Auge des Sturms. Ich hab's gleich, gleich ist es soweit. Ja. Ach, da warst du vorhin auch. Da ist ein Weingut in der Nähe. Ich möchte jetzt erstmal die Statue hier freischalten, dass mir die Map aufgedeckt wird. Offen steht dir diese Welt, wenn Edelmut dein Herz erhält. Zack. Und da muss ich hin. Da. Teleportationspunkt. Den muss ich noch aktivieren. Kann ich auch gleich mal gucken, was da unten ist. Hier ist das Weingut der Morgenröte. Ja, hast recht.
möchte jetzt aber erstmal dahin gehen, wo mich die Quest hinführt. Den Rest kann ich später noch erkunden. Statue anbeten. Kann ich nicht. Aber ich kann mich hier doch hochheilen, oder? Neues Monster. Auge des Sturms. Mit ursprünglichem Herz kannst du der versteinerten... Kann der versteinerte Baum innerhalb von Sphären aktiviert werden? Okay. Interessant. Ich möchte... Segen der Statue... wieder voll heilen. So. Da ist nochmal so eine Blüte, die will ich jetzt aber nicht benutzen. Ich möchte gerne jetzt in diese Richtung. Zu meinem Bestimmungsort. Wenn das überhaupt hier war. Aber es, ich meine, es müsste in diese Richtung sein. War das gerade ein Angriff auf mich? Was machst du da? Habe ich gerade Rückstoßschaden gekriegt? Hüp. Oh, wo kommst du denn jetzt her? Jedenfalls ist es jetzt auch schon wieder weg. Da ist... Das da vorne ist, glaube ich, der kleine See, wo ich hin wollte. Schleimabsonderung. Ja, ich sehe ihn schon. Da, genau da will ich hin. Zu dem Teleportationspunkt. Und da irgendwo... Da irgendwo ist dann unsere Rätselaufgabe. Bist du etwa... Nee, Igir. Darn. So many hills. Which one is it? Such dir auch nach dem Schatz. Ah, du hast mich erschreckt. Du sollst dich nicht so still und heimlicher Leuten nähern, die sich gerade stark konzentrieren. Wie steht's mit deinen Abenteuern? Ziemlich problemlos. Ich bin damit fertig, die Karte von Säuferschlucht, Quellingen und den umliegenden Gebieten zu kommentieren. Säuferschlucht? Wohnen da nur Alkoholiker oder was? Die Kommentierung ist tatsächlich recht ermüdend, aber auch sehr befriedigend. Bist du vielleicht zufällig interessiert an meiner Arbeit? Falls du es bist, nimm bitte das. Es ist ein bisschen des Wissens, welches ich auf meinen Abenteuern gesammelt habe. Eines Tages wird jeder in Mondstadt die Karte verwenden, die ich gemacht habe. Eines Abenteuers Worte einfach gekriegt. Okay. Da ist... Da will ich hin. Den Teleportationspunkt freischalten. Zack. Urgestein. Kann ich die Ente von hier aus anschießen? Jo. Fische auch? Nee, Fische muss ich so fangen. Okay. Aber hier schwimmt einfach eine Entenkeule. So, und hier... Wie kann man denn ersaufen, wenn man in dem Tempo... Wenn man in dem Tempo die Dings verliert? Die Ausdauer. Irgendwo hier. Hier unten wurde das angezeigt. Doch noch da. Muss ich doch wieder nach oben.
Ich versuch's einfach mal nach oben. Wird schon schief gehen. Ja, vor allem wenn du da oben an der Decke kleben bleibst. Ich glaube, da komme ich gar nicht so hoch, wie ich mir das gedacht habe. Ich gehe dann erstmal hier den Pfad wieder hoch. Indem man von der Klippe ins Wasser fällt. Okay. Das kann passieren. Beim Klettern ist mir tatsächlich Ember auch schon mal verreckt. Hier lang. Ist das hier feindlich oder freundlich? Diese Siedlung. Ah, da habe ich die Antwort. Hab ihn getroffen, ne? Ja. Oh, da ist auch einer. Wer hat denn die gerade nass gemacht? Ah, die haben wieder so einen Schamanen dabei und der hat sie gelöscht, um weil Ember sie ja angezündet hat. Du kannst nur regnen lassen, ne? Das ist eigentlich für mich gar keine Gefahr. Du hilfst mir eigentlich sogar, deine eigenen Leute einzufrieren. Das Vogelei war jetzt besonders wichtig. Willst du es nochmal regnen lassen? Ich glaube, das ist gegen den Charakter nicht sonderlich effektiv. Komm, ich schmeiß ihn mal ein bisschen durch die Gegend. Du auch noch? War's, oder? Mit dir. Schluss mit lustig. Da ist ein neuer fetter Gegner. Erstmal anzünden. Das Schild brennt. Jetzt brennst du auch. Gesicht ist Schwachstelle, ne? Erstmal auf Distanz bleiben. Ich glaube, so kann ich den auch ziemlich einfach besiegen, wenn ich einfach nicht in seine Nähe gehe. Hallo, wo rennst du hin? Hat er gerade sein Schild repariert? Aber jetzt brennt es eh wieder. Ich kann den einfach die ganze Zeit gegen meinen Köder kämpfen lassen.
Der Schild bringt ihm auch nichts, wenn ich ihn von hinten angreife. Schweres Horn. Nicht zu weit, mach die. Du sollst die Kiste aufmachen. Ach, das muss ich mit Ember abbauen, ne? Das ist wieder so ein Blitzkristall. Was ist da hinten gerade noch passiert? That's more like it. Sind das Eiskristalle? Gut, dass Ember Delegator kann, ja. Das muss ja ein richtiges Premium-Erz sein, was ich hier abbaue, solange wie das brauche, um es abzukloppen. Brockenkristall. Und hier ist noch eine Kiste. Ihr Delegator. Sie brennen können die Viecher. Freeze! So, jetzt fucken wir things a little up. You're in for a little shock. Eine Absonderung. Wieso ist der da hinten jetzt schon wieder? Die sind jetzt schon wieder voll geheilt, ne? Los, greift den Delegator an! Aber hier kriegen sie wenigstens durch das Feuer Schaden. Die kriegen gar keinen Schaden, habe ich das Gefühl. Wie macht man Steingegnern Schaden? Oder ist es blau? Das Gelbe ist ein Panzer, kann das sein? Ich muss den erstmal runterkriegen von denen. Da, hier, da, Delegator. Das sieht nämlich so aus, weil... Also haben die quasi einfach zwei Lebensbalken. Muss ich die doch auch, hier, greift den doch bitte mal an. Nicht mich. Okay, jetzt ist... Jetzt sind sie hier am, schwitzen. Nein, das dauert so Ewigkeiten. Wieso dauert das so Ewigkeiten, deren schutzlos zu werden? Ja, irgendwie hätte ich mich mit denen nicht anlegen können. Lasst mich doch gerade einfach mal hier, da, nochmal hier einen Delegator hinwerfen.
Ich muss mich jetzt auf den konzentrieren. Der hat gerade. Konzentrier dich bitte auf den. Der hat gerade keinen Schutz mehr. So, der eine ist schon mal weg. Wie kriege ich ihn jetzt weg da? Ich glaube, nur der Delegator macht den Schaden auf die. So, jetzt kann ich wieder so drauf. Hallo, hau nicht ab. Hau nicht ab. Hab ich jetzt hier. Mensch. Und hier sind nochmal so Ultrakristalle. Hochwertiges Verstärkungserz. Wo sind die Kristalle jetzt? Hier waren nur noch Kristalle. Wo sind sie? Ich habe sie aus den Augen verloren. Da sind sie. Vielleicht geht das damit auch besser. Explodier doch bitte. Ja! Damit geht's tatsächlich sofort. Greif den Kristall an oder mach du das? Ich will ihn doch einfach nur mitnehmen. So viel dazu. Wir haben immer noch nicht das Teil gefunden, was wir eigentlich suchen wollten. Weil ich schon wieder mich habe ablenken lassen durch irgendwelche Schleime. Steinschleime. Da muss ich hin. Also da in die Richtung weiter. So, nicht mit mir. Bleib mir vom Hals. Sonst ist hier nichts mehr, ne? An Gegnern meine ich. Ey, das mit dem Chat ist echt ärgerlich, dass ich den jetzt hier nicht anzeigen kann. Da! Was ist das denn? Verborgene Dungeon-Tür? Und ein neuer Teleportationspunkt dann, ne? Noch nicht freigeschaltet. Öffnet sich ab Stufe 27, ja. Weil hier muss ich sowieso irgendwo hin. Weil hier war die Markierung von der Phantom Thief B-Quest, wollte ich jetzt gerade schon sagen. Ich will nicht, dass sie da runterfallen. Weil dann sind sie da hinten irgendwo und ich komme nicht mehr dran und dann. Gut. Aber das war gar nicht die Truhe, die wir finden mussten. Muss man hier die ganzen Möhren einsammeln, die hier stecken. Muss ich da drüben hin? Da ist auf jeden Fall was mit. Warte, kann ich den Delegator so weit werfen? Nein, kann ich nicht. Da ist auf jeden Fall was mit Eis aktiviert werden muss. Und da stand ja irgendein Hinweis mit Kühl. Dass sie nur bei ihr Gesicht bei Kälte zeigt. Die kriege ich aber von hier auch schon kaputt. Kriegen sie beides Schaden durch das Feuer.
Und natürlich ist es sofort wieder da. Nein! Hier wollte ich gar nicht hin. Jetzt geh da wieder hoch. Da, hier, Delegator. Greif den doch mal an, bitte. So, jetzt sind sie schön alle angezündet. Vielleicht sollte ich jetzt noch mal gerade sie benutzen. Oh, my. Und ihn. Ich sehe gerade gar nichts. Ich sehe wie immer noch nichts. Und da auch noch, ne? Das ist aber die Kiste, die wir brauchen, ne? This time the mysteries have all been solved. It sure took a lot of work. But in all fairness, this treasure map really is terrible. It looks like it was drawn by a pirate. Ja, wir suchen ja auch noch einen Piratenschatz. Ich glaube, ich werde gerade angegriffen. So, now? Mit Kaya erstmal sprechen. Paimon believes that there is no need. Let's go for it. Don't want anyone else to get there before we do. Na dann. Hauptsache, ich sterbe gerade nicht. Anyways, Paimon just wants to borrow the sword too. No, you are nothing. Paimon, definitely not to become super mega powerful and do nothing but play. Mm-hmm. Arcadian treasure hunt, here we go. Natürlich, Paimon. Oh Gott, ich glaube, die haben mir gerade wirklich die ganze Zeit Schaden gemacht hier. War's das jetzt? Danke. Finde mir mit der Karte den Ort, wo der Schatz vergraben ist. Das wird mir sogar angezeigt auf der Karte. Oh Gott. Wo kommst du denn jetzt her? Mit dir wollte ich aber eigentlich. Ich habe keine Geschäfte mit dir zu erledigen. Da will ich hin. So, teleportieren.